Normalerweise steigen die Aktienmärkte, wenn die Wahrscheinlichkeiten steigen, dass die Fed früher und schneller die Zinsen senkt. Heute ist das allerdings nicht der Fall. Die Erwartungen, dass die Fed im März die Zinsen senken wird, sind heute deutlich nach oben geschossen, aber gewissermaßen aus den falschen Gründen. Denn wir haben den Absturz einer Regionalbank, nämlich einer Regionalbank, die damals die Pleitebank Signature übernommen hat. Viele werden sich vielleicht noch dunkel erinnern aus dem letzten Frühjahr. Und diese Bank hat heute Zahlen gemeldet, die zu einem regelrechten Absturz der Aktie geführt haben. 44% ging es nach unten, dann wurde der Handel eingestellt. Das Problem scheint weiter zu bestehen mit dieser Bankenkrise. Jetzt sagen viele, oh, nicht schon wieder. Aber die Fed hat ja angekündigt, dieses Bank Term Funding Program im März auslaufen zu lassen. Und diese Banken haben nicht nur dann ein Liquiditätsproblem wahrscheinlich, sondern sie haben eben auch das Problem, dass in ihren Büchern ziemlich viele faule Dinge lagern. Zum Beispiel Kredite im Bereich Commercial Real Estate, also vor allem Büroimmobilienkredite, die alle mehr oder weniger unter Wasser sind. Und das hat sich in diesen Zahlen diese Regionalbank heute gezeigt, und dementsprechend hat diese Bank massive Rückstellungen machen müssen, die Dividende gekürzt und so weiter und so fort, und bums, das hat jetzt die Wahrscheinlichkeiten für eine baldige und durchaus schnelle Zinssenkung durch die Fed vor der heutigen Sitzung oder dem Sitzungsergebnis der US-Notenbank nochmal nach oben gebracht. Hier sehen wir die New York Community Bank, eine Bank, die mit der Übernahme der Signature Bank natürlich deutlich größer geworden ist, damit gewissermaßen in einer anderen Liga spielt, damit dann auch von den Aufsichtsbehörden, von den Regulationsbehörden auch anders behandelt wird. Die müssen dann mehr Eigenkapital vorhalten. Das ist einer der Gründe, warum die Dividende so deutlich gekürzt wird. Aber die Bank hat auch eben einen Verlust von 260 Millionen Euro einfahren müssen. Eigentlich hatte man einen Gewinn in ähnlicher Größenordnung erwartet, und all das eben gut einen Monat bevor dieses BTFP-Programm der Fed enden wird. Hier sehen wir nochmal den Chart, wie stark das hier nach unten geht. Eine Überreaktion, vielleicht schwer zu sagen, aber das Grundproblem ist eben, dass diese Regionalbanken ja nach wie vor ein ähnliches Problem haben, was sie im letzten Frühjahr hatten, als alle Welt über diese Regionalbankenkrise gesprochen hat und damals ja Signature pleite gegangen ist, Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, also Banken pleite gegangen sind, die ein deutlich höheres Volumen an Bilanzsumme auf die Waage gebracht haben, als etwa der Kollaps der Lehman Brothers Bank in der Finanzkrise. However, wir sehen jetzt den KBW, das ist ein Regionalbankenindex in den USA mit dem größten Absturz seit Mai, und die Fed Fund Futures, also das sind Swaps, die praktisch die Zinserwartungen bepreisen, haben eine richtige Kehrtwende hingelegt, denn jetzt, so sieht es aus, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, bei 57,4%, während die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im März unverändert bleiben, bei der nach heute dann nächsten Sitzung der Fed nur noch bei 38,9% ist. Und jetzt gucken wir an, wie das gestern noch gewesen ist. Das sehen wir hier in der zweiten Spalte, 20.03.2024. Gestern war die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben im März, noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% bepreist. Dass die Zinsen sinken würden, nur 39%. Das hat sich jetzt im Grunde genau ins Gegenteil verkehrt. Fast 60% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sinken werden, 38, 39, dass sie ja unverändert bleiben. Also man sieht, was dieses Ereignis mit dieser Regionalbank aus New York, was das für eine Wirkung hatte offenkundig an den Märkten. Das sind schon sehr schnelle, sehr große Verschiebungen, sieht man ganz selten. Und heute Morgen hatte ich im Videoausblick schon diese Grafik gezeigt. The Fed prepares for a bank crisis while telling Americans the economy is strong. Also die Fed bereitet sich schon auf eine Bankenkrise vor, während sie noch den Amerikanern erzählte, dass die Wirtschaft super läuft. Warum sind diese kleineren Banken oder diese kleinen bis mittelgroßen Banken so in Schieflage? Weil sie überwiegend diejenigen sind, die diese Commercial Real Estate Loans haben. Also zum Beispiel Kredite für Bürokomplexe, die jetzt teilweise halb leer stehen, weil seit Corona eben viele im Homeoffice sind. Die Unternehmen dann versucht haben, ihre Bürokomplexe
Büroflächen zu reduzieren, um die Kostenstruktur nach unten zu bringen. Jetzt eben dann noch dieser Liquiditätsentzug durch das Enden des BTFP-Programms. Dann haben wir diese Reverse-Repo-Transaktionen oder die Volumina, die hier stattfinden, die immer weiter nach unten gehen. Auch das wird irgendwann enden und ein Liquiditätsproblem dann nach sich ziehen. Also das ist die Gemengelage, die heute so ein bisschen die Dinge durcheinander geschüttelt hat. Und hier sehen wir mal auch die Bankkredite aller Banken, nicht nur der kleinen Banken, sondern auch der großen Banken. Das ist rückläufig. Wir sehen also, dass die Banken weniger Kredite vergeben. Normalerweise ist das ein nicht so wirklich gutes Zeichen für das, was dann kommen wird in der Wirtschaft. Weniger Kredit heißt weniger Investitionen heißt weniger Neueinstellungen, die die Firmen vornehmen, weil sie bestimmte Projekte in Angriff nehmen wollen, etc., etc. Also wir sehen, das ist durchaus ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Hier sehen wir jetzt mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Auch das ist ja normalerweise negativ korreliert mit den Aktienmärkten. Fallen die Renditen, steigen die Aktienmärkte normalerweise und umgekehrt. Heute fallen die Aktienmärkte, vor allem der Nasdaq. Und eben auch die Rendite der US-Staatsanleihe, die 10-jährige, jetzt wieder deutlich unter 4%. Hier eine Bärenflagge, wie Sven Hendrik sagt. Und unten sehen wir ein mögliches sogenanntes Todeskreuz, Death Cross. Nämlich, wenn der 200er Tagesdurchschnitt den 50er, beziehungsweise der 50er unter den 200 Tagesdurchschnitt fällt, also ein kürzerer gleitender Durchschnitt durch einen längeren gleitenden Durchschnitt fällt, das nennt man dann ein sogenanntes Todeskreuz. Ob das wirklich eine sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit hat, sei mal dahingestellt, dass die Renditen fallen, liegt vielleicht auch daran, dass die Employment Costs in den USA nur um 0,7% gestiegen sind jetzt zum Vormonat und um 4,3% zum Vorjahresmonat. Also das Wachstum ist rückläufig der Lohnentwicklung, der Arbeitskosten, aber wir haben nach wie vor ein Wachstum. Wir haben zum Beispiel heute dann auch den Chicago Einkaufsmanager Index gesehen, sehr schwach, 46, also deutlich schrumpfend, aber das Einzige, was noch steigt, das sind die Kosten, sind die Preise, wenngleich auch die Preisdynamik sich abgeschwächt hat. Also das ist so die Gemengelage dazu, vielleicht dann auch, was die heute fallenden Renditen auch mit erklärt, der ADP-Arbeitsmarktbericht mit 107.000 Stellen schwächer als erwartet. Das gilt ja so ein bisschen als Vorausschau für die sogenannten Non-Farm Payrolls, für die großen offiziellen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen, die aus meiner Sicht schon fast Fake News sind per se, weil die statistischen Methodiken, die da angewandt werden, nicht gerade wirklich seriös sind. Aber egal, was wird die Fed heute sagen, mein Kollege, der Wolfgang Müller, sagt der Paul, der wird sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und starke Festlegungen vermeiden, denn die ganze Geschichte wird jetzt politisch. Erstens wird die Fed wahrscheinlich nicht um den Wahltermin herum irgendwie was an der Zinsschraube drehen, um nicht in den Verdacht zu kommen, die Wahlen in den USA zu beeinflussen. Biden will natürlich jetzt durchaus, dass die Zinsen sinken, da hätte er nichts dagegen, vor allem Janet Yellen will das. Und was Janet Yellen sagt, ist dem Jerome offenkundig Gesetz. Trump dagegen würde gerne, dass die Zinssenkungen erst kommen, wenn er vielleicht dann Präsident wird. Also das ist jetzt eine seltsame Phase, in der sich auch die US-Notenbank bewegen wird. Wird man auch Aussagen treffen zur Bilanzreduzierung, ob also das Volumen der Bilanzreduzierung selbst verkleinert wird, weil eben hier sonst Probleme am Anleihenmarkt entstehen. Und apropos Anleihenmarkt, die gute Janet hat heute gesagt, okay, wir stocken noch mal ein bisschen auf unsere Anleiheemissionen hier, 3-jährige, 10-jährige und 30-jährige, aber dann machen wir das nie wieder, gell, für einige Quartale. Sicher, Janet, ganz sicher, der gute Janet hat ja kürzlich schon eine Rallye hervorgerufen, weil sie eine Zahl genannt hat für
das Volumen von Anleiheemissionen, die niedriger war, als der Markt erwartet hat. Das kann man natürlich immer ganz entspannt machen und dann im Nachhinein doch viel mehr wieder an neuen Schulden aufnehmen. Das ist das alte Spiel, das wahrscheinlich auch diesmal funktionieren wird, nämlich, oh, wir haben jetzt gesehen, wir brauchen doch ein paar Milliardchen mehr auf unsere ohnehin schon 34 Billionen an Schulden, die wir haben. Insgesamt die Konsumenten in den USA plus die Firmen plus der Staat, die sind mal so knapp an der 100 Billionchen Grenze, was die Verschuldung betrifft, wird alle Dutchen, ist kein Problem, da kriegen wir hin, indem wir der Zinsen senken. Ja, so wird es wahrscheinlich kommen. Was war heute an den Märkten? Natürlich die Zahlen gestern von Microsoft, von Google, von AMD. Und vor allem AMD und Google unter Druck, Microsoft leicht im Minus, Apple heute wieder im Minus, Amazon im Minus, also Tech ist unter Druck. Normalerweise ja Tech eher ein Profiteur von fallenden Renditen, heute wie gesagt nicht. Und hier sehen wir mal die gesunde US-Wirtschaft. Außerhalb der Magnificent Seven wurden nämlich die Gewinnerwartungen für die 493 restlichen S&P 500 Unternehmen deutlich nach unten genommen. Also diese Wirtschaft muss sehr, sehr stark sein, wie Daniel Lacall hier sagt. Und stark ist auch natürlich gewesen der S&P 500, vor allem seit Mitte Januar. Da ging es ja für den S&P 500 nach oben, aber wir sind jetzt aus diesem seit Pi mal Daumen Monatsmitte bestehenden Aufwärtstrend erstmal rausgefallen und haben jetzt so eine ähnliche Formation, wie wir sie damals Ende Oktober am Boden der Märkte gebildet haben. Wird Jerome Powell wieder mal durch dovische Aussagen die Märkte nach oben treiben? Yes or no? Wir werden es später sehen. 20 Uhr werden wir bei Finanzmarktwelt über die FED-Sitzung berichten, respektive das Ergebnis, das Statement der FED, was es bedeutet. Und 20:30 dann mit einem Live-Feed, also wo Sie die Rede von Jerome Powell live sehen können, plus meine Kommentare zu den Aussagen von Jerome Powell schriftlicher Natur verfolgen können. Also dabei sein 20 und 20:30 bei finanzmarktwelt.de. Kommen wir nach Germania, kommen wir nach Deutschland. Hier sehen wir, die Inflation ist gesunken, zu meiner Überraschung, relativ deutlich, 3,7% auf 2,9%. Und das trotz der herausragenden Maßnahmen unserer Bundesregierung. Und die EZB spricht mit gespaltener Zunge. Lagarde gestern auf CNN nochmal gesagt, ja, also wir senken die Zinsen nur dann, wenn wir Sicherheit haben, dass die Löhne nicht zu stark steigen. Aber diese Daten über die Löhne, die werden vor dem Juni gar nicht vorhanden sein. Die werden vor der April-Sitzung nicht vorhanden sein. Das heißt, wenn dem so ist, dann würde die EZB frühestens im Juni die Zinsen senken. Während hier Vizepräsident Guindos, Luis de Guindos, der Spanier, gesagt hat, okay, also die wirtschaftlichen Aussichten haben sich verschlechtert, die Inflation hat positive Überraschungen gebracht und so weiter und so fort. Also der gute de Guindos sagt eher, wir werden das Zinsen senken. Madame Lagarde sagte, no, wir werden frühestens im Sommer die Zinsen senken können, wegen die Gefahren durch die Inflation, wegen die Löhne, die sehr hoch sind. Also es ist sehr unsicher, was da passieren wird. Was in Deutschland passiert hat, Friedrich Merz heute, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, jenseits der Frage, ob man die CDU, der Friedrich Merz ja vorsteht, gut oder schlecht findet. Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch, das ist der Fall. Bürokratielasten sind zu drücken, das ist sowieso der Fall. Und ich denke auch, die Energieversorgung zu einseitig auf Wind und Sonne auszurichten, ist auch ein Problem. Dazu die Steuerlast der Unternehmen, die im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Wirtschaftsbosse haben jetzt einen Brandbrief an Scholz geschrieben, Frust und Verunsicherung. Verunsicherung vor allem, weil die Dinge sich so schnell ändern, da wird etwas beschlossen, dann wird es teilweise zurückgenommen oder es kann nicht umgesetzt werden, aber da haben wir Gott sei Dank ja dann nochmal die EZB, die jetzt ihre Geldpolitik stärker am Klimaschutz ausrichten wird, da wird dann auch bei der Herstellung von Geldscheinen Rücksicht drauf genommen. Es gibt einige böse Zungen, einige Heretiker, die sagen, also das sei ein bisschen übergriffig, die EZB solle sich um die Preisstabilität kümmern und sonst ja nichts, aber das machen sie nicht, weil sie sagen, also der Klima hat ja Einfluss auf die Preise, also mittelfristig bis sehr langfristig. Ne? Je nachdem, wie sich das Klima verändern tut, kannst du ja nicht genau wissen, auch wenn die Temperaturen nach oben gehen, ist das Risiko für das Klima größer. Ne? Logisch, das ist ja klar. Aber
Einfach nur mal, um die Absurdität hier dieser deutschen Energiepolitik nochmal auf den Punkt zu bringen. Wir wollen ja hier die Fracking-Technologie nicht einsetzen. Man hätte ja im Emsland zum Beispiel jede Menge Gasreserven im Boden. Aber dafür baut man dann LNG-Terminals für US-Fracking-Gas und das in großem Maßstab, obwohl man weiß, dass Fracking und das daraus gewonnene Flüssiggas eben hochklimaschädlich ist. Dass vor allem dieses Gas dann aus Amerika mit Schwerdiesel hierher transportiert wird. Also Förderung, Fracking hier in Deutschland, igitt, aber in den USA okay, gell, weil es ist ein Unterschied für das Klima, ob wir das hier machen oder ob es der Amerikaner macht. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, also Sie sehen, meine Damen und Herren, da geht es also vernünftig zu und diese Vernunft, die drückt sich dann darin aus, dass wir das Schlusslicht sind, Wachstumserwartungen so niedrig wie in praktisch keinem anderen entwickelten Land. Das grüne Wirtschaftswunder ist irgendwie ausgeblieben, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt es ja dann morgen, aber die Konsumenten glauben nicht dran. Wir sehen, dass die Retail Sales in Deutschland, also die Einzelhandelsumsätze um 4,4% gefallen sind. Zum Vorjahresmonat, der Holger Cebic spricht von einem Käuferstreik. Viele, die einfach verunsichert sind, auch durch die Politik, welche Ausgaben habe ich für die Sanierung meines Hauses, energetische Sanierung, Heizungsthematik etc. etc. Also das ist die Situation, meine Damen und Herren. Und bevor ich Sie entlasse und Sie dann hoffentlich um 20 Uhr und 20.30 Uhr wiedersehen, noch hier zwei Hinweise. Nochmal hier diese New York Community Bank Corp, der Absturz der Aktie. Warum, wieso, weshalb, was ist da passiert? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, Novo Nordisk, die dänische Firma, die ja ein Mittel gegen Fettleibigkeit herstellt, ist die wertvollste Firma, die es jetzt jemals in Europa gegeben hat, hat die Marke von über 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung überschritten, vor LVMH, diesem französischen Luxuskonzern. Böse Zungen sagen, ja, die Europäer haben zwei der wertvollsten Firmen. Die einen verkaufen an amerikanische Fettleibige ein Medikament und die andere verkauft an Chinesen Koffer. Während die Amerikaner halt leider in Sachen Technologie irgendwie doch deutlich mehr Gewicht auf die Waage bringen. Aber das sind auch wieder böse Zungen. Also diese beiden Empfehlungen und 20 und 20.30 bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.